So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Need for Speed Most Wanted 2. So, und wir fahren gerade mit unserer Corvette ZR1 herum. Und mir ist gerade aufgefallen, uns fehlt nicht mehr viel bis zum nächsten Most Wanted. Uns fehlen nur 3000 SP, also Speed Points. Und ich glaube, die holen wir uns einmal nicht durch Rennen, die holen wir uns einfach durch Schilder oder so. Weil, weshalb ich suche, bin jetzt mal auf der Suche nach anderen Wegen. Er bietet sich ein Schild schön an, durchzusprengen. Wie viel bekommen wir für das? 500, das ist viel. Alter, alles knapp. Ups. Ich glaube, ich bin in der Umgebung, wo viele Autos und viele Sicherheitstore gibt. Gucken wir mal, ob wir hier ein paar Autos finden. Im Industriegebiet. Was steht hier Schönes? Ah, okay, was ist das? Oh, der wieder. Alter, der steht an mehreren Stellen. BAC Mono. Okay, so heißt der. BAC Mono, ein Monster. Ein Monster von Auto. Und, zusammen bei direkt auf dem Schild. Most Wanted drin, verfügbar. Geil. Ja, ich starte noch das Event vorher. Ich starte dieses Event gerade noch so vorher. Was ist das? Sprintrennen. Mittlere Schwierigkeit. Das schaffen wir schon. Alter. Die Intros von denen sind so crazy. Ja. Ich verbiere es nicht. Und auf einmal schwimmen wir nicht mehr. Klar. Ja! Vor uns werden Ketterhelm! Boah, eine Crash an den einen Lastwagen. Das wäre jetzt auch geil. Komm, die hole ich auch. Alter. Alter, eine ML Atom 8 Stations! Die ML Atom 8! Das ist genau so eine Kiste wie der hier. Alter. Der Airwell, oh Mann, mit dem komme ich gar nicht klar, mit dem hier komme ich noch besser klar als mit dem, der uns gerade gestoßen hat. Den kann ich nicht ausstehen. Obwohl es mein Lieblingsauto ist in dem Spiel, ja. So, jetzt kommen wir mit Speed. Hallo Ketterhelm, wieder tschüss Ketterhelm. Alter. Kleiner aggressiver Ketterhelm. Draußen. Weg mit dir. Ja, da fehlt noch der Rest. Wir holen uns gleich alle auf einmal. Wenn ich halt Geschwindigkeit hätte, würden wir sie uns alle auf einmal holen. Komm. Was? Schon vorbei? Vierter? Okay. So schnell kann es gehen. Ja. Gut. Wir sind in der Nähe von Most Wanted drin, aber ich glaube, ey, ist der Wagen gestanden? Nee. So. Aber ich habe nicht gerade Lust mit dem hier das Most Wanted Rennen zu fahren, weil der hier mit dem ist es doch relativ schwer. Weil der Wagen von Most Wanted Gegner stellt sich irgendwie auf deinen ein. Das heißt, wenn mein Wagen langsamer ist, fährt er auch, glaube ich, auch mit dem langsameren Wagen. Okay, Bentley, Dodge, McLaren. Oh, das ist, ja, okay. Wir sehen, das ist geil. Schauen wir hier, ach, auch ein Pack, den Bentley, Super Sporting, der hat eine bessere Höchstgeschwindigkeit, Gewicht, der natürlich viel mehr, Gelände wäre auch besser, ich weiß es nicht. Was sollte ich nehmen? Ich nehme den Continental.
den Bentley Continental Supersports. WTF. Ah, okay. Okay, man merkt schon, das Gewicht lässt sich nicht so leicht steuern. Er lässt sich wirklich nur schwer steuern. Nee, der ist nichts für mich. Der lässt sich so dermaßen schwer steuern, das ist grausam. Dann nehme ich mir lieber was anderes. Soll ich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme die Corvette. Mit der geht's noch halbwegs. So, wir fahren jetzt zum Most Wanted Rennen. Okay, los geht's. Ich will eine Abkürzung nehmen. Alter, der versperrt mir die Abkürzung. Böse, böse. So. Dein Hart durch die Abkürzung. Am Anfang der Abkürzung, am Ende der Abkürzung. Verarsch mich nicht! Ich fühle mich gerade echt voll verarscht. Ups. So. Sieht gar nicht schlecht aus. Heute ist übrigens der Grand Prix von Monaco 2013, Nick Rosberg an Pole. Ja, ich bin ein übertrieben großer Formel 1 Fan, müsst ihr wissen. Ich will auch schon eine andere Farbe von dem Auto. Sehen wir, bekommt der Gelb. Alter! WTF! Ich will eine andere Farbe. I love it! Yeah, das ist auch geil. Das, die Farbe mag ich echt. Orange. Ist schlecht. Wir fahren ganz normal Land Rover. So, wir fahren von hier. Mind this bitch, I love it. Alter, das Lied macht der Stimmung gerade. Juhu! So. Wir siegen den Alpha Romeo 4C Konzept. Ja, wir werden wir schon schaffen. Wer der Erste? Okay. Ja, ich sehe nicht viel. Ja, okay. Hey, wir springen das Ganze mal. Wie heute schon gesagt, ich finde es echt extrem scheiße, dass es hier keine Starts der Rennen gibt. Dass man hier automatisch ins Rennen einsteigt. Das ist der einzige wirkliche Schwachpunkt an dem Spiel. Ich glaube, ich habe ja schon erwähnt, also ich nehme noch immer die ersten drei Folgen in einem Stück auf. Und das ist ja heute das... Ab heute kann man das Spiel Need for Speed Rivals vorbestellen. Ich bin aber wirklich gespannt. Ich glaube, es ist... Also natürlich ist der Publisher EA, aber es ist nicht von Criterion Games. Ich weiß nicht genau von wem, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, von einem anderen Publisher. Ich bin gespannt, wie du das verpacken. Bin echt gespannt. Ich freue mich auch schon riesig drauf. So, den Most Wanted hängen wir gerade irgendwie von das ab. Alter, wo muss ich hin? Crashen. So, das heißt ein absichtlicher Crash. Das ist, glaube ich, trotzdem schneller als aufzuweichen. Ja, ihr müsst es ja nicht in die Länge ziehen. Alter, wir ziehen den Crash in die Länge. Okay, mein Heck sieht nicht mehr gut aus. Zumindest funktionieren die Bremslichter noch. Alter, ich sehe nichts. Ich bin blind. WTF? Okay, das ist ein bisschen übertrieben hier, weil man sieht absolut gar nichts. So, den holen wir uns hier. Von außen.
Ja, ich bin gerade relativ ruhig, weil ich konzentriert bin. Ich konzentriere mich gerade sehr stark auf dieses Rennen hier. Komm! Ja. Schafft. Und der hinter mir läuft das Bein hart aus. Aber eins finde ich arg. Die Cops zerstören hier bei den Verfolgungen mehr als ich. Ja, ja. Bin ich schon dabei. Oh, und durchs EA-Schild. Yeah. So, wir sind im Ziel. Und mit meinem Drift rein. Geil, wir sind Most Wanted Platz 10. Wir haben ihn besiegt. Geil. Mhm. Ja, ja, werde ich schon machen. Bin ich schon dabei, dann crash ich mit Leichtigkeit. Ah, okay, doch nicht. Ups. Alter, ich sehe nichts. Oh, er ist nach außen gefahren. Und dann warte ich hier mal auf ihn. Oh, er wendet. Scheiße. Feigling. Na, wo musst du noch hinwenden? Ihr müsst irgendwie klar, dass er zum Arsch ist, oder? Nein! Alter, ich sehe von dem ganzen Licht nichts. Das ist so Alter! Ich muss dann noch crashen! Alter, ihr seid so assig. Ihr zerstört hier mehr Sachen als ich, aber die kapieren das ja nicht. Die ruinieren hier alles. Die ruinieren hier mehr als ich. Ja, jetzt kann ich mal raten, wo der ist. Ich fahre einfach mal geradeaus. Tja, weg mit dir. So, erledigt. Oh, wen haben wir da? Weg mit dir. Zählt das schon? Ja, er ist erledigt. Er hat eine Niederlage. Er ist verfügbar für uns. Sehr gut, wir haben sein Auto geschrottet, muss dürfen wir damit fahren und jetzt wurden wir gerade ausgeschaltet. Ich finde es egal, wenn wir ausgeschaltet sind, können wir weiterfahren, ja. Aber wenn wir erwischt sind, natürlich nicht. Nein. Das ist auch geil gemacht. Total realistisch. Nein, ihr stellt uns nicht. Alter, ich wurde erwischt. Ja, ja, ich weiß, ich muss mich schämen. Müsste mir nicht zeigen. Aber es gibt was zu feiern. Wir sind von der Most Wanted auf Platz 10. Geile Mucke, geiler Wagen. Was will man mehr? So, wir sollten gleich mal ein paar Rennen fahren. Wie lange dauert es bis zum nächsten Most Wanted? Der ist ab 135.000. Das ist nicht so viel. Aber ich drehe mal um und springe durch das Schild dort. Ich habe gerade nämlich voll Bock drauf, aus durch ein Schild zu springen. So Leute, das könnte mal aufpassen. So geht das. Ja! Und nochmal! Ja! Alter, das wäre so ein geiler Drift gewesen. Ich muss mich jetzt zum Baron WX da unten. War das ein geiler Sprung? Subaru WX? Ich fahre mal mit dem weiter. Da gibt es viele geile Geländerennen. Obwohl, ich mag Geländerennen nicht so. Wagen. Alfa Romeo. Ja, wohin?
Den Wagen sprengen wir mal hin. Der ist nicht ganz so schnell wie die Corvette, glaube ich, aber was will man mehr? Mit dem fahren wir mal. Na? Hat aber ein gutes Handling. Ne? Oh, was ist da? Pagani! Der gehört zum Pack. Okay. Schade. Echt schade. Tesla? Okay, Tesla. Fahren wir mal mit dem... Okay, wo fahre ich herum? Ja, wir könnten mal mit dem Tesla da fahren. Tesla Roadster Sport. Ja, der ist eh recht geil. Ist recht leise und hat ein geiles Handling. Alter, den hört man ja fast nicht. Mit dem los hat er keinen Motor. So, ich will keine Verfolgung, ich fahre langsam. Jetzt nicht mehr. Ups, ja. Und mit diesem Crash beende ich jetzt beinahe die Folge. Tschüss!